habe gesehen, wie sie auf die Hand geschlagen gekriegt hat, dass man sie beschimpft hat. Das macht man noch nicht mal mit einem Tier, geschweige mit einem Mensch. Egal, wie dement oder nicht dement er ist. Die Bilder schweben mir jetzt noch vor. Ich bin immer noch wahnsinnig entsetzt. Sie müssen sich mal überlegen, das ist die eigene Mutter. 5 Wochen lang hat unsere Reporterin in dem DRK-Heim in Mülheim am Main gearbeitet. Sie hat beobachtet, wie die Pfleger sich immer wieder an wehrlosen Senioren vergriffen. Keine Pflege, kein Zuspruch. Stattdessen wurden Menschen im Rollstuhl den Gang runtergeschubst, beschimpft, bedroht. Pass auf, dass er nicht verschluckt. Der Beitrag löst ein großes Medienecho aus. Zahlreiche Zeitungen und Fernsehsender berichten über den Pflegeskandal. 4 Pfleger werden von ihrer Arbeit freigestellt. Die Staatsanwaltschaft nimmt Ermittlungen auf. Geprüft wird unter anderem der Vorwurf der Misshandlung von Schutzbefohlenen. Da sieht das Gesetz erhöhte Strafen vor. Der Strafrahmen beträgt mindestens 6 Monate bis zu 10 Jahren je Fall. Und innerhalb dieses Strafrahmens muss man natürlich dann schauen, insofern die Tat verwirklicht ist, wie langwierig wurden die Taten begangen, welche Folgen hatten die Taten. Wird aber auch im Hinblick auf Körperverletzungsdelikte, auf Nötigung, auch Beleidigungsdelikte geprüft. Die Missstände im Heim bewegen die Stadt Mülheim und sind daher gut 1 Woche nach Ausstrahlung des Beitrags auch Thema der Bürgerversammlung. Hier wollen sich die Mülheimer informieren, den DRK-Kreisverband zur Rede stellen. Leider hinter für uns verschlossenen Türen. Auch ehemalige Pfleger sind gekommen. Für einige von ihnen sind die Anschuldigungen nicht neu. In dem Sinne ist mir aufgefallen, dass viele Mitarbeiterinnen sehr grob im Ton waren den Bewohnern gegenüber, dass teilweise die Bewohner zu 100% gepflegt worden sind, wo man wusste, die Angehörigen kommen regelmäßig. Ja? Bei den anderen, die halt leider keine Angehörigen hatten oder wo die Angehörigen seltener kamen, wurde halt drüber gehuscht. Das macht mich eigentlich sprachlos, das macht mich fertig. Diese Mitarbeiter kenne ich auch nicht. Die haben in Pflege überhaupt nichts mehr zu suchen. Hilflos fühlen sich vor allem die Angehörigen. Einige Tage zuvor hatte die Heimleitung sie eingeladen, um sie zu informieren. Sie bat um ihr Vertrauen. Sie habe nichts von den Misshandlungen gewusst. Dem widerspricht unsere Undercover-Reporterin. Immer wieder hatte sie sich an die Heimleitung gewandt. Ich war mindestens 3-mal unten bei der Heimleitung in meiner Zeit dort und habe ihr wirklich von allem berichtet, wie die Bewohner behandelt werden, wie man mit den Bewohnern umgeht. Und ja, sie hat das Ganze immer gerechtfertigt. Sie hat immer gesagt, dass es so sein muss und dass die Pfleger auch die Bewohner kennen. Und dadurch wissen die Pfleger auch ganz genau, wie sie mit den Bewohnern umzugehen haben. Und dass man mit den Bewohnern auch manchmal einfach grob sein muss, weil sie es sonst anders nicht verstehen. Wir wollten noch einmal mit der Heimleitung über die Vorwürfe sprechen. Leider reagiert sie auf keine unserer Anfragen. So bleiben unsere Fragen unbeantwortet. Wusste die Heimleitung Bescheid? Und wie soll es nun für die Bewohner und ihre Angehörigen weitergehen? Diese Fragen treiben auch Klaus Spahn um. Seine 95-jährige Mutter wohnt in dem DRK-Heim. Sie ist ansprechbar, beteuert, es ginge ihr dort gut. Trotzdem, der Bericht hat Zweifel gesät. Wenn dieser Beitrag nicht veröffentlicht worden wäre, wäre gar nichts passiert. Würden die, die mittlerweile nicht mehr da arbeiten, beide dort arbeiten, und würden beide wahrscheinlich das tun, was sie die ganze Zeit getan haben. Bin ich mir sehr sicher. Ich habe selbst auch noch mal gefragt, was ist insgesamt geplant für die Zukunft, damit man solche Situationen nicht mehr erlebt. Und dann hieß es lediglich, ja, wir haben doch schon gesagt, wir machen Schulungen und alles andere braucht seine Zeit. Mir persönlich war das eher zu wenig. Schulungen ändern nichts. Wenn jemand charakterlich ungeeignet ist, wird er auch durch Schulungen nicht anders. Und entweder man hat die Empathie, Leute zu pflegen, oder man hat sie nicht. Seit 3,5 Jahren lebt seine Mutter in dem Heim. Eigentlich war er überzeugt, hier könne sie jetzt in Ruhe alt werden. Ich habe gestern schon zu meiner Mutter gesagt, also mir geht es schon seit einer Woche nicht gut, weil ich auch irgendwo nicht weiterkomme mit dem, was ich gerne hören möchte. Die einzige Chance, die man hat, ist, den Angehörigen rauszunehmen.
und dann in eine andere Einrichtung, aber dann weiß man auch nicht, ob es da besser ist. Es ist irgendwo eine sehr hilflose Situation, ja. Für Marina Kriegsmann ist die Situation klar. Ihre Mutter wird nicht in dem DRK-Heim bleiben. Zu schlecht wurde sie behandelt. Zu groß ist die Angst, dass ihre Mutter wieder unter der Willkür der Pfleger leiden muss. Wenn ich in das Heim komme, dann kriege ich ein Hals. Ich neige überhaupt nicht zur Gewalt und ich neige auch nicht dazu, rumzuschreien oder so. Aber ich könnte die Leute packen und schütteln. Und jedes Mal kommt das hoch, ich könnte träumen, wenn ich da reinkomme. Der sagt mir zum Beispiel, dass es nicht wieder passiert und die Leitung wieder das vertuschen will. Und das ist der Grund. Einen neuen Heimplatz hat sie schon gefunden. Marina Kriegsmann hat genau hingeguckt. Das neue Heim hat einen guten Ruf. Sie hofft, dass ihre Mutter dieses Mal wirklich sicher aufgehoben wird.